Moin und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Heute zeige ich euch eine meiner aktuellen Errungenschaften, nämlich dieses Moki Pliant oder Pliant. Das Moki wird geliefert in der allseits bekannten Reispapierschachtel, wunderschön, schön verpackt. Dabei ist diese Cordura-Tasche, die gut gemacht ist, womit ich allerdings meine Probleme habe, denn es tut mir leid, an so edlen Messer, finde ich, wird diese Scheide hier in keiner Weise gerecht. Quer am Gürtel zu tragen ist sie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll. Ich benutze sie jedenfalls nicht. Aber wir wollen uns nicht um die Scheide oder um die Verpackung kümmern, sondern um dieses wunderschöne Messer. Wir kommen am Anfang wie immer zu den Spezifikationen. Das Messer hat geschlossen eine Länge von 10,1 cm. Geöffnet hat das Messer eine Länge von 17,7 cm. Die Klinge hat eine Länge von 7,6 cm, geschärft sind 6,9 cm. Die Klinge ist 0,26 mm dick hier am Ricasso und verjüngt sich dann kontinuierlich nach vorne zu einer sehr schönen feinen Spitze. Das Messer kommt mit einem Gewicht von 81 Gramm, ist also nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Das Messer ist aus einem Stahl gemacht, AUS 8, hier darunter dann die Bezeichnung Japan, auf der anderen Seite haben wir dann nur die Bezeichnung Moki. Das Messer verfügt über einen Flachschliff und eine hochglanzpolierte Klinge, die uns zu den allseits bekannten Schwierigkeiten beim Filmen des Ganzen bringt. Dann haben wir hier eine quer satinierte, sehr lange Edelstahlbacke. Und hier hinten haben wir Quittenwurzelholz, was wirklich wunderschön ist. Wir haben einen Backlockverschluss. Das Messer gleitet wirklich hervorragend. Ich sehe keine Washer hier oben drin. Aber das ist so hervorragend gemacht, dass man das Gefühl hat, da sind welche drin. Und wir haben, wenn wir hier mal drüber fliegen, die allseits bekannte Moki-Feldfertigung. Man sieht hier den Übergang überhaupt nicht. Man hat fast keine Lücken. Hier hinten so ein bisschen am Backlock, aber das ist lächerlich. Abschluss ist auch nochmal für Klaus gezeigt, ganz gerade, polierte Backlockfeder von innen, satinierte Leine, wir haben den klassischen Aufbau mit Messinglinern, Edelstahlbacken und hier Holz. Da sind wirklich viele Dinge richtig gemacht worden. Hier nochmal den Rücken von der Klinge, ebenfalls satiniert, genau in die gleiche Richtung wie hier die Feder, sodass der Übergang noch mal undeutlicher ist, und dann hier die wirklich hervorragend gemachten hochglanzpolierten Klingenseiten. Das Messer kam Moki typisch extrem scharf. Das ist wirklich schon Top Range, was man so an Messerfertigung bekommt. Hier hinten haben wir noch ein Lanyard Hole, das ist angefasst. Auch eine Edelstahl Tube da drin. Wunderbar, passend. Hier gibt es keine Lücken, nichts zu bemängeln. Also ist wirklich ganz hervorragend gemacht. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ist hier hinten ungleiche Dicke der Holzbacken, aber selbst das scheint einen Sinn zu haben, denn wenn ich das Messer als Rechtshänder in die Hand nehme,
fügt es sich hier hinten hervorragend ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied machen würde, wenn es anders geformt ist, aber es stört mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es vermittelt mir hier auf dieser Seite etwas höhere Griffigkeit, das passt. Dieses Messer, diese Vorart des Messers, wird von Moki in drei Größen gemacht. Das Pliant hier ist das größte. Es gibt das Moki Meek. Das ist, meine ich, das kleinste. Und dann gibt es noch ein drittes, dessen Namen mir gerade entfallen ist, weiß ich nicht. Ich fand neben vielen anderen Mokis, Fish Owl und solchen Geschichten, das immer als die attraktivste Version von Moki-Messern, zudem es mich mit den langen Backen auch so ein bisschen an Barlow erinnert. Ich mag es einfach wirklich extrem gern. Die Übergänge hier sind total glatt. Man merkt nichts. Das ist, besser kann man diese Arbeit nicht machen. Wenn man sich die Backen hier mal genauer anguckt. Dieses Wurzelholz ist einfach wunderschön. Das ist wirklich ein extrem schönes Wurzelholz. Diese Quitte hat ein bisschen rötlichen Ton, anders als hier mein Taylor's Eyewitness, was so einen leicht sandfarbenen Ton hat. Das ist Amboina-Wurzel. Auch sehr schön, aber das kommt mit dem Moki irgendwie nicht mit. Ich weiß nicht warum, aber das ist was anderes. Das ist ein anderer Schnack. Und wie gesagt, diese geöffneten Klingen, Backlog, der Übergang hier, wenn man hier mal das auch schon sehr gut gefertigte Great Eastern Cutlery daneben hält, das ist schon gut, aber das hier ist beispiellos. Ein extrem elegantes, dabei aber extrem taugliches Messer. Die pointierte Spitze macht es einfach, in irgendwelche Brötchen reinzukommen. Man kann damit all das tun, was man mit so einem kleinen Gentleman-Messer tun will. Für mich ist das der Inbegriff von Gentleman. Wenn sie es dann noch geschafft hätten, diese kleine Spitze hier zu verstecken, wäre es noch schöner, aber so stört es mich nicht weiter. Das ist schon was wirklich Besonderes. Wie gesagt, ein kleiner Begleiter für die Hosentasche, wenn man mal etwas eleganter unterwegs ist. Nicht ganz so robust wie das Great Eastern Cutlery, das mehr so, ja, ich sag mal, in der etwas robusteren Liga spielt. Und auch das hier Taylor's Eyewitness, was durchaus ähnlich Qualitäten hat, aber dann doch nochmal von der Form her anders ist. Und natürlich, wenn man sich das mal ansieht, mindestens mal, ich will nicht sagen doppelt so dick, aber es kommt nahe dran. Das ist schon ein anderer Schnack. Wenn man sich dann hier hinten die Federn mal anguckt, wie die eingepasst sind und wie die eingepasst ist. Okay, Unterschiede sind deutlich. Moki macht viele Dinge ganz vernünftig. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal eins anguckt, hier die Klinge im geschlossenen Zustand ist beweglich. Verhindert natürlich da das Anschlagen und das Schleifen so ein bisschen.
und man hat so ein bisschen Flexibilität, wenn das Ding zugeschlossen wird. Wenn das Ding dann geöffnet wird, zieht es sich aber so heran, dass hier im geöffneten Zustand null Spiel ist. Null Spiel ist. Ich dachte erst, das wäre irgendwie ein bisschen Murks, aber dann hat mich ein Messerhändler mal aufgeklärt und gesagt, nee, das ist schon Absicht bei denen. Hier ist es einfach so, wenn man das dann schließt, hat man so ein bisschen Flexibilität. Es verbiegt sich nicht so schnell, schlägt nicht an. Alles gut. Wichtig ist es ja hier im geöffneten Zustand, dass da nichts passieren kann. Und da passiert gar nichts. Also, für mich haben wir hier ein Beispiel von Messerfertigung, wie es sie in dem Serienmesserbereich, und in dem befinden wir uns immerhin, so nicht noch einmal gibt. Das ist für mich momentan das qualitativ hochwertigste Serienmesser, was ich habe. Eine Fertigungsqualität, die ich nie wieder erreicht habe. Eine Schneidphase, die absolut fein und gleichmäßig ist. Nichts, was hier dran krumm ist, nichts, was hier dran schief ist, nichts, was man besser machen könnte. Außer vielleicht den Stahl. AOS 8 ist sicherlich kein Top-Stahl mehr. Aber für die Aufgaben, die dieses Messer erledigen soll, wunderbar. Er lässt sich auch hervorragend schleifen, also von daher eigentlich auch eine gute Kombination. Was soll ich sagen? Ihr seht vor euch, dass für mich zurzeit in meiner Sammlung beste Taschenmesser, was ich habe. Ich trage es relativ häufig bei mir hier in der Stadt. Es teilt sich mit meinem Great Eastern Cutlery so ein bisschen die hauptsächlich Pocket Time. Und das tut es, denke ich, zu Recht. Solltet ihr irgendwann mal auf die Idee kommen, euch ein wirklich erstklassig hochwertiges Serienmesser kaufen zu wollen, dann seid ihr bei Moki definitiv richtig. So, das soll es gewesen sein mit der Lobhudelei, mit der berechtigten Lobhudelei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns demnächst wieder auf meinem Videokanal. Bis dahin, tschüss.